Der Herr Gusenbauer und der seine Funktion in der Partei und sein Mandat nicht mehr hat, dann wird er wahrscheinlich als Gastarbeiter in seine Moskauer Heimat zurückkehren müssen. Dann hätten wir Zustände wie heute in Deutschland, wo ganze Stadtteile wie in Berlin nicht mehr in deutschen Händen sind, sondern wo also die Ausländer regieren und die eigenen Leute sich nicht mehr hineintrauen. Das wollen wir ja nicht wirklich haben. Ich bin halt schon vorsichtig, wenn einer schon Adamovic heißt, dann muss man zuerst einmal fragen, ob er überhaupt eine aufrechte Aufenthaltsbewilligung bei uns hat. Man durfte nicht Adamovic heißen, um nicht von Haider gescholten zu werden. Man durfte nicht Ariel Musikant heißen, man durfte auch nicht Franz Vanetzky heißen. Und wenn er einmal, ist mir zugetragen worden, hat er irgendwo gesagt, der Vanetzky hat aufgeworfene Lippen, wahrscheinlich hat er irgendeine afrikanische Abstammung. Nur wenn man sowas hört, geht man ja nicht hin und sagt, bravo Jörgl, ja klasse Schmäh.